Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Direkt am Ball verhungern hier wieder. Es ist unglaublich. Man will eine Sache machen, dann muss man aber sich wieder ums Essen kümmern. Dann fällt einem wieder was anderes ein. Dann ist wieder alles anders. Da haben wir es auch gerade drüber gehabt, kurz im Offscreen. Aber so ist das bei Minecraft. So gehört das einfach dazu. Hunger sollte für dich eigentlich kein Thema mehr sein bei der Küche, die du da jetzt hast. Ja, das Problem ist, ich kenne halt wirklich die Rezepte noch nicht. Ein paar kenne ich jetzt mittlerweile, die ich mir halt rausgesucht habe, aber ich bin halt auch wirklich der Typ, dann der direkt was Neues ausprobieren will, nicht die alten Rezepte benutzen will. So, jetzt will ich mal was mit Bohnen machen, also. Geben wir mal ein Bean. Mit dem hilfreichen Tipp von Branka, rechte Maustaste, der. So, was haben wir denn da Schönes? Beans and Rice. Wir haben noch keinen Rice. Ich habe wilden Reis gefunden übrigens. Cool. Müssen wir dann auch mal anpflanzen. Den kannst du nur ins Wasser anbauen, ne? Ah, okay. Im Wasser. Und auch nur in der ich glaube nicht in der Samenform, sondern wirklich in der Pflanzenform. Okay. Tortilla, Onion. Onion, Butter und Beans. Das Hammer. Mit dem Skillet. Okay. Onions, Butter und Beans mit dem Skillet. Auf geht's. Das war Skillet, glaube ich. Oder war das die Saucepan? Skillet, jawohl. Dann nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Mit der linken Maustaste geht's besser, ja. Onion, Beans und... Was, Butter oder Käse? Käse, gell? Für was jetzt? Was ich gerade machen wollte. Warte mal. Ich bin so vergesslich, es ist schlimm. Onion, Beans und Butter. Ne, Butter war es. Sag doch was. Branka ist voll konzentriert. Wenn Branka ruhig ist, ist er entweder konzentriert oder stinkig. Bei uns gerade ein Weg um das Lagerhaus herum, damit es alles ein bisschen, ein bisschen schöner aussieht. So, wir haben refried Beans. Sehr geil. Und dann mache ich mich mal, was ich mir jetzt vorgenommen habe für diese Aufnahme, für diese Folge, will ich versuchen. Ich bin ja der Typ, der gern experimentiert und probiert. Ich habe zwar jetzt in einem Video gesehen, wie die Mechanik einigermaßen funktioniert, aber ich will es jetzt mal auf eigene Faust probieren, ob ich es hinbekomme, und zwar Wasser automatisch herstellen. Jetzt erstmal was futtern, denn wir sind ja hungrig. Oh, das bringt leider nicht sehr viel. Ist die Frage, ob ich nicht direkt noch was anderes mache. Obwohl, ich bin erstmal ein bisschen satt. Okay. Also, ich weiß, dass das, glaube ich, mit einem Dropper funktioniert. Das heißt, ich baue jetzt erstmal einen Dropper, Ladies and Gentlemen. Und wenn das alles gleich nichts wird und der Crispy irgendwann aufheult, dann schaut er sich vielleicht doch noch mal die Erklärung an. Genau. Aber in erster Linie sollt ihr mich verzweifeln sehen. Ja, also, da habe ich kein Problem damit. So. Aber ich glaube, ich brauche direkt die Ducts. Aber die sind, glaube ich, easy herzustellen. Ja, das ist alles so. Aber irgendwie habe ich was umgestellt bei mir, weil unten leuchtet die Box gelb und alles andere wird dunkel, sobald ich was eingebe, was nichts... Hast du vielleicht irgendwie eine Art Vorauswahl getroffen, dass der nur aus einem bestimmten Bereich was sucht? Ich wüsste, wie man das macht. Rate jetzt einfach mal. Ladies and Gentlemen, wenn ihr es wisst, sagt Bescheid. So, wir bauen jetzt erstmal einen Dropper. Für einen Dropper, ich streck doch die ganze Zeit auf E. Unglaublich, pass auf. Brauchen wir einmal Redstone und irgendwelche Stones. Hier, nimm mal Gravel. Ne, Gravel geht, glaube ich, nicht daraus, nur... Wo habe ich den Cobblestone? Hier. So, dann gehen wir mal an die Workbench. Schilling. Einmal einen Weg schön um das Lagerhaus drumherum. Herrlich. Schauen wir uns dann später mal an, was da alles ist. Oh, das sieht aber toll aus. Ich habe übrigens ganz tollen Stein gefunden. Das Problem ist, wenn man den abbaut, dann sieht er nicht mehr so aus. Dann ist er Cobblestone-Stein, ja, und dann ist blöd. Kann man den nicht brennen? Ah, das wäre eine Idee. Ich glaube, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Muss mal gucken. Uje, der goldene Bambus wird aber auch groß. Und wenn man Stein brennt, wird er wieder zu dem, was er vorher war? Oder wie erklärst du mir das gerade? Wenn man den brennt, dann nimmt er seine ursprüngliche Gestalt wieder an. Ich probiere es mal aus, also, weil das war richtig schön. Ich weiß nicht, ob es bei jedem Stein geht, aber bei den meisten Steinen funktioniert das schon. Ja, tatsächlich. Ey, du bist ja geil.
Weißt du, wie ich meine? Ja. Pass auf, ich zeig dir das mal kurz. Ich finde den so schön, den Stein. Weiß auch nicht, ob man den nochmal nachbearbeiten kann. Wo bist du denn? Im Haus? Im Lager? Im Lager. Insel. Oh, voll schön gemacht hier, ey. Hier, guck mal. Zack. Ach, den, ja. Ja, Und bearbeiten wenn wir kann man nicht jetzt, mehr. den kannst du auch zum Beispiel als Dachstruktur nehmen. Ja. Wenn du zum Beispiel diese Stairs quasi nicht von links oben nach rechts unten baust, sondern von rechts oben nach links unten, also quasi Ach, spiegelverkehrt da die gibt's auch nochmal einen Treppe. Unterschied. Ja. Ah, Wenn du okay. dann den glatten Stein benutzt dafür, Aha. dann kannst du daraus Treppensteine zum Beispiel bauen. Ja, wie geil ist das denn? Das sieht nämlich richtig schick aus, ey. Daraus könntest du ein richtig schönes Dach machen. Jetzt ärgere ich mich, dass ich das nicht mehr mitgenommen habe. Das Problem ist nämlich, das war an dieser Stelle, wo ich schon sehr weit weg war. Aber wir werden noch einiges finden. Ja, ach du. Kein Problem. Ich pack den jetzt mal hier, den Gneis Cobblestone mal hier irgendwo ins Lager rein. Ja, mach, was du willst. Wo war ich stehen geblieben? Wasser, genau. Also, ich brauche auf jeden Fall so eimermäßig. Wo habe ich denn die jetzt wieder hin? Also, wir machen einen neuen Vielleicht Eimer. gibt es aber auch eine Spitzhackenverzauberung, die verhindert, dass das dann Cobblestone wird. Bestimmt, da gibt es so dieses Soft oder sonst irgendwas. Ne? Genau. Ach, wir haben noch so viel zu Oh tun. ja. Hör doch mal auf mit deinen neuen Ideen immer, Mann. Das ist furchtbar. So, pass auf. Jetzt machen wir mal Ducts. Wieso höre ich hier ein Skelett? Weißt du zufällig, wie die normalen? Gibt es nur Hopper-Ducts oder gibt es auch. Gibt es noch andere Leitungen? Ja, es gibt auch diese Pipes, die sind quasi durchsichtig und da siehst du dann auch, wie das quasi durch die Röhrchen durchrutscht. Aber ich glaube, die sind viel langsamer, Okay. weil das da wirklich langsam durchkriecht dann Also, da quasi. gibt es anscheinend wirklich nur den Hopper-Duct. Also, Holz und dreimal Iron. Das ist fast jetzt ein bisschen schade fürs Ausprobieren, aber ich mach's jetzt. Egal. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann bis die Rübe qualmt. Nehmen wir mal hier. Nee, das ist also, das muss ich echt rausfinden, warum das auf einmal so ist. Vor allen Dingen, sobald ich einen Buchstaben eingebe, wird alles schwarz, was nichts damit zu tun hat. Ist echt ein bisschen nervig. Dax brauchen wir aber, glaube ich, massig noch nachher. Ja, also insofern kann ich da bestimmt einiges machen. Bist schon wieder dunkel, furchtbar. Bestimmt nicht verkehrt. Oh. Wir müssen mal auch ein Anti-Mond oder Anti-Nacht-Serum machen oder sowas. Übrigens, was ich jetzt hier gerade veranstalte, ich werde jetzt erstmal gleich ein Feld für Zuckerrohr anlegen. Weil wir das nämlich eigentlich ständig brauchen. Für Zucker oder der Crispy, der will sich auch mal eine Karte bauen. Ja! Ach, die kann man bauen! Ich dachte, du meinst die macht man so rollenspieltechnisch auf dem Blatt Papier. Es gibt Ja, wirklich aber eine Karte? du musst das Papier doch erst herstellen. Nee, ich meine jetzt real-life-mäßig, weißt du? Hier am Computer. Ach, das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass es eine Karte gibt für Minecraft. Ja. Das ist cool. Und dann kriegt man automatisch alles aufgedeckt, wo man schon war, oder automatisch alles, oder? Nee, du musst die quasi selber erstmal füllen. Ah, kommst du schlafen? Ja, ich komme gleich Ich schlafen. hatte übrigens letztens einen Creeper bei mir im Haus. Im Haus. Ja, ich gehe in mein Haus rein, da kommt mir ein Creeper entgegen von unten. Wir haben unten vergessen zuzumachen. Wahrscheinlich kam der aus der Höhle, tatsächlich. Und dann ist der Hör mal mitten einen in meiner weiten Küche Weg. explodiert. Cool. Aha. Das ist, Dinge, die Super man cool. unbedingt haben möchte, dass sie passieren sollen. Deswegen sind ja übrigens ein paar Löcher im Boden drin noch, die ich noch nicht gefüllt habe, weil ich nicht das Spruce Wood habe. Ach ja. Aber es hat mir ein paar Glasscheiben zertrümmert, ein paar von den Boxen, da lag hier alles rum und deswegen habe ich auch diese andere Box gebracht. Ach, die ist schon wieder weg, okay, das ist gut. Und ja, Katastrophe, wie gesagt. Oh je. Das hatte ich aber auf dem Server mit meinem Bruder letztens auch. Da haben wir nämlich auch, waren wir auch gerade an meinem Lager am Arbeiten und plötzlich schaute da ein Creeper direkt durchs Fenster.
Voll. Und die despawnen ja nicht. Übel, ja. Und ja, mir war das dann irgendwann zu doof und dann bin ich einfach losgerannt und dann ist der halt direkt neben dem Lager explodiert. Alles klar. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man einen normalen Hopper oder einen Graded Hopper braucht. Ich baue mal beides. Du findest das schon heraus. Ja, ja, hier verzweifeln wir zusammen. Also, die du Zuschauer. Bist doch, du bist doch ein pfiffiges Kerlchen. Ja, auf jeden Fall, ey. Ich hab was auf dem Kerbholz. Oder wie auch immer. Doch, doch, das ist schon richtig ja? so. Ja, okay, cool. War das ja. auch richtig vom Dialekt her? Ja, das geht. Das war gut genug. Okay. Da brauche ich nochmal einen normalen Duct. Okay, alles klar. Ich habe hier alles dafür hier. Ne, außer das Eisen nicht. Mist. Wir kriegen das Eisen. Ich glaube wirklich, ich brauche den Grated. Der Grated Hopper ist im Prinzip mit Sieb, damit nicht alles durchfällt. Ich glaube, da geht dann wirklich nur das Wasser durch. Wie gesagt, ich habe das zufällig letztens bei wem? Ich glaube, bei unserem Flaschenzug-LP habe ich das gesehen. Der hat aber was anderes gebaut. Nee, was mache ich denn jetzt gerade? Ja, Burdell benutzt die Hopper Ducts auch für viele Sachen. Und auch andere Dinge mehrfach. Ja. Alles, was so mit Automatisierung zu tun hat, da wird es häufiger. So, jetzt gehen wir mal ins Experimentieren. Ich bin ja, wie gesagt, echt bei Stardew Valley, habt ihr es mit Sicherheit schon gemerkt, weil sie da schaut. Habt ihr ja gesehen, das mache ich lieber auf eigene Faust. Ich gucke dann nur ein paar Kleinigkeiten nach oder so. Ansonsten probiere ich mich da auf eigenem Wege. So, pass auf. Und zwar muss jetzt erstmal zum Wasser hin. Das machen wir mal hier. Das wird jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt alles stimmt. Also schlagt mich und steinigt mich nicht. Die Panga kann euch vielleicht irgendwas erzählen in der Zeit, wo ich mich hier. Ich soll. Oh je. Guck mal, erzähl mal was. Erzähl mal deine Story. Oder? Was hast du Schönes in der Badewanne erlebt? Ja. Ich bin endlich mal wieder sauber geworden. Hey. Weißt du? Ja. Banker ist sauber. Gut, mal wieder Zeit. So, und schon steht das Ding falsch rum. Nee, wie gesagt, ich baue hier gerade provisorisch irgendwie so eine Art Zuckerrohrfeld. Und dazu muss ich hier gerade irgendwie eine Höhle füllen, die irgendwie direkt unter dem besagten Feld ist. Da klappert gerade ein Skelett rum, das habe ich jetzt eingesperrt. Das soll da jetzt bleiben und versauern. So. Und wenn das fertig ist, dann kommt da Wasser rein. Und dann baue ich links und rechts das Zuckerrohr an, was irgendwie, wie ich finde, ewig hier braucht, bis es mal fertig ist. Und daran kannst du dir eine Karte bauen, damit du dich nie wieder verläufst. Und cheaten muss. Juhu! Das ist ja fein. Ah, was ist denn das? Ist das Eisen? Das ist die Idee. Oh, das Skelett hat ja einen Hut auf. Guten Tag. Hier sind gleich zwei. Was ist denn hier los? Ah, okay, das geht immer in die Richtung, wo man es hinbaut. Okay, also. Also. Sag mal, wieso spawnt ihr hier? Denn hier sind doch Fackeln in der Höhle. Merkwürdig. Hast du übrigens dir jetzt schon mal diesen Rucksack gemacht mit dem Workbench? Nein, noch nicht. Hatten wir das überhaupt schon erzählt? Ich glaube nicht in der Aufnahme, das war noch vor der Aufnahme. Erzähl mal, es gibt einen Rucksack? Ja, ein Backpack. Quasi mit integriertem Workbench. Und wenn du den dann ausrüstest, dann hast du, dann öffnet sich dein Inventarfenster, dann hast du quasi über deinem Inventar nochmal eine 9er-Leiste für Dinge, ne? Aus denen du was bauen willst. Also quasi, das ist dann quasi das zusätzliche Inventar und darüber halt ein 3x3 Crafting-Feld. So, das, genau das zeige ich euch jetzt. Pass mal auf. Zuerst brauche ich mal eine Working Bench. Ich habe 3 Holz im Inventar, ernsthaft. Kennst du diese Momente? Ja, zu Genüge kenne ich die. Pass auf, ich hab's. So, erstmal Working Bench. Dann habe ich 8 Leder. Wir wissen ja alle, wir brauchen immer 8 Leder für einen Rucksack. Jetzt habe ich wieder dieses Gedunkelte, das nervt. Oh.
Raus hier, raus. Ich verzweifle noch an meinem Inventar. So, dann kommt, wie gesagt, die Workbench hier hin und das Leder außenrum. Zack. Und wir haben ein Workbench-Backpack. So. Jetzt muss ich aber... Die Dinge, mit denen du arbeiten willst, musst du quasi erst in das Inventar deines Rucksacks ziehen, also in diese neuen Feld, das du da jetzt quasi unter deinem Crafting-Feld hast. Ich kann es aber direkt aus dem Rucksack, aus dem Inventar. Ja, ja, aber du kannst es, wenn du das so machst, kannst du es aber nicht rausnehmen, was auch immer du da gerade bauen willst. Okay, also, tatsächlich. Ging bei mir zumindest nicht. Tatsächlich. Das heißt, man kann im Prinzip hier seine Grundmaterialien reinpacken. Mhm. Das heißt, Holz, Eisen, Stöcke, Kohle, genau. Ne? Dass man dann die Sachen, die man für unterwegs braucht, mal eben eine Schaufel, sonst irgendwas, mal eben schnell hier bauen kann. Eine richtig geile Sache. Okay, bleibt dauerhaft im Inventar, definitiv. Ladies and Gentlemen, super geile Idee. Branka, top. Daumen nach oben. Ja, gut. So, ich habe es anscheinend doch nicht kapiert mit dem... Dropper, weil der Dropper macht nichts. Kann es sein, gibt es noch was anderes? Wie heißt denn dieses andere Gerät? Warte mal. Ja. Der Dropper ist doch das Teil, wo was rausschmeißt, was man ihm reintut, oder? To drop, ja. Etwas fallen lassen. Genau. Wo ist mein Denkfehler gerade? Warte mal. Prinzip. Nee, da muss das ja da rausfiltern. Das heißt, ich muss ihn unten drunter bauen. Deswegen geht's nicht. Pass auf. Wir probieren das. Ich liebe solche Experimente. Ich schwöre, ich liebe es. Oh, wo ist mein Dropper hin? So, pass auf. Ist es nicht süß, ihm beim Denken zuzuhören? Gell? So, Achtung. Jetzt kommt der Dropper hier hin. Warte mal, warum schmeißt der Dropper jetzt den scheiß Bucket nicht raus? Das verstehe ich nicht. Theoretisch war die Idee, der Dropper schmeißt den leeren Eimer ins Wasser rein. Durch die Strömung fließt das Ding automatisch voll wieder zurück. Dann wird das Wasser aus dem Eimer rausgefiltert. Das Ding schmeißt wieder das Ding da rein und so weiter und so fort. Aber es funktioniert so nicht, wie ich es gerade mache. Warum nicht? Warum droppt der den Eimer nicht? Branka, deine Vermutung? Meine Vermutung? Ich verstehe nicht mal, was du da gerade machst. Also von Ich weiß was. Er braucht erstmal einen Schalter. Ein Redstone-Signal braucht er. Wie macht man das nochmal? Warte. Redstone Repeater. Ja. Nein, Repeater nicht, oder? Oder so eine Redstone-Fackel einfach. Erstmal eine Fackel benutzen, gell? Probieren. Ja, gute Idee. Branka ist wieder hier. Also mit Redstone habe ich echt überhaupt keine Ahnung, das ist da... Ja, das ist genau mein Ding. Ja, Redstone kommst du auch noch dann in Berührung, wenn du... ich glaube, das brauchst du nachher auch, wenn du da den... Ja, ja, alles zu seiner Zeit. So, mach die Fackel, gib die Fackel ein Signal. Das muss ich mal probieren. Es ist aber meistens nur einmalig dann, oder? Sein, du kannst das irgendwie einstellen? Nee, ich brauche einen Schalter. Es geht zwar auch irgendwas mit einer Fackel in der Richtung, aber das ist nicht so. Pass auf. So, ich gehe jetzt erstmal Zuckerrohr. Ernten, den wir hier schon mal rechts in deinem Haus gepflanzt haben, der kommt da jetzt weg. Weil ich habe jetzt ja ein Feld. Komparator. Habe ich tatsächlich was Produktives geschafft heute noch? Zwei Redstone-Fackeln, einmal Redstone und Stein. Also. Ja, wenigstens einer von uns. Na, ist jetzt auch nicht so kompliziert, wa? Einen Weg zu bauen? Ein Zuckerrohr anzupflanzen und ein bisschen Wasser hier. So, also zwei Redstone-Fackeln. Weiter, was war noch? Redstone einmal.
Wieso lasse ich es nicht einfach mal im Inventar drin? Wäre vielleicht interessant. Bist du bettbereit? Sag mir dann Bescheid, bitte. Ja, ich eile, ich eile. Ja, nee, mir ist egal. Mir aber nicht, ich bin gerade draußen am Arbeiten. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie es geht. Redstone, Fackel, Fackel, Stone. Also, 1, 2, 3. Fackel, Fackel. Redstone. Hä? Wieso geht das nicht? Falscher Stone oder was? Oh, Alter, jetzt wäre ich aber. Warte mal. Oh Mann, oh, wo geht das nicht? Im Rezept sieht es so einfach aus. Leg dich ins Bett. Wieso sagst du nichts? Hab doch gesagt, sag Bescheid. Ah, ich habe mal noch eine Radieschen rein. Es ist doch nicht förderlich, wenn ich dich unterbreche, wenn du dich gerade konzentrieren willst. Ja, nee, alles cool, ich bin voll drin. Einmal. Rhyhalit, Kommalit, Black Granit, Capro, Andesit, Stone. Ach, wie kriege ich eigentlich nochmal normalen Stone hin? Indem du erstmal aus einem jeglicher Art Cobblestone einen normalen Cobblestone machst und den bekommst du, wenn du zum Beispiel vier Magmatit-Cobblestone miteinander kombinierst, dann bekommst du vier normale Cobblestone und diesen Cobblestone, den brennst du dann im Ofen mit Kohle. So wie ich den Gneis vorhin gemacht habe. Okay, alles klar. Aber ich habe auch gesehen, es geht auch mit Soapstone. Insofern, warte. Mit Marble habe ich jetzt nicht gesehen. Siltstone geht, glaube ich, auch. Genau. Es geht nicht jeder Stone. Also Rolling Stone. Was weiß ich. Oh. War der gut? Komm, sei ruhig. So, pass auf. Ja, ich hab's Signal hier. Redstone Repeater. Ey, I'm the man, man. So, jetzt ist die. Jetzt nur die Frage, wo muss ich das hinbauen, damit sie es verbindet? Also, ich glaube, direkt neben dran probier es erstmal. Nee. Mist. Also, ich baue es mal direkt oben drauf. Auch nicht. Wie aktiviere ich dieses Ding? Ach, ich glaube, ich brauche noch ein Redstone-Ding da. Wegmäßig, wie heißt denn das? Ja, du kannst mit Redstone auch einfach so eine Spur legen. Dazu brauchst du eigentlich gar nichts anderes außer Redstone. Ah, das geht direkt. Oh. Soweit ich weiß schon. Aber ich weiß Redstone bezogen recht wenig, von daher. Spur. Ja, du weißt schon mehr als ich. Was ist. Hör auf, mich zu verarschen. So. Geht nicht an. Wieso geht es nicht an? Aber jetzt müsste es anfangen zu leuchten. Leuchtet aber nicht. So, aber so. Wieso leuchtet es nicht? Redstone ist doch verbunden. Warte mal, muss das noch mal unten drunter sein? Oh, 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 oh. Jetzt habe ich alles auseinandergebaut. Wo ist mein... Leute, helft mir. Warte mal. Kann doch nicht so schwierig sein. Das muss man doch hinkriegen, so ein bisschen. Wir haben das doch schon mal gemacht in einer Aufnahme. Nee. Nee, nee, nee. So nicht. Ja, so baust du jetzt mal ab. Ah, wo ist mein Denkfehler gerade? Es fehlt noch was. Was fehlt denn hier? Okay, Leute, ich werde mich informieren. Definitiv, das macht gerade wenig Sinn. Wir haben eh wieder Ende der Aufnahme. Prank, hast du noch was zu sagen? Ich baue gerade aus. Komm, wir gucken mal, was die Pranker macht. Aus dem gelben Bambus. Baue ich mir gerade Bambusblöcke. Oh, guck mal, was macht sie denn hier? Das ist das. Das ist Zuckerfeld. Zuckerrohrfeld. Cool. Mit Dirt, den sie mit der Schüssel, das ist ja Hammer. Ja, so ein Feldweg irgendwie halt, ne? Voll cool. Okay. So, und jetzt wollte ich nämlich gerade Fackeln bauen. Aber nicht irgendwelche Fackeln, sondern ich wollte jetzt aus dem gelben Bambus quasi so. Gold? Ja, Goldbambus. Da wollte ich jetzt irgendwie. Das wird richtig geil. So.
so einen Zaun bauen. Mhm. Mal gucken, wie das geht. Da kommen dann die Fackeln drauf. Mal schauen. Genial. Also das ist, also ich sehe ja schon, die Frau hat so geile Ideen hier. Was macht das Haus? Alles cool, jawohl. Alles schön eingesortiert, sehr schön. Wunderbar, sieht gut aus. Sehr fein. Na, und dann nochmal was sagen, weil ich hier voll auf, wie sagt man? Ja. Weil bei mir immer alles gleichmäßig ist. Wie heißt's? Symmetrisch. Genau. Was haltet ihr von meinem Wein? Voll bescheuert, oder? Jetzt habe ich mir so Mühe gemacht, mein Haus einigermaßen zu verzieren. Und jetzt habe ich den Wein drüber gebaut. Nee, das kommt alles noch weg. Aber ich finde es so geil, wie sich das überall verteilt. Also wirklich weinmäßig. Ich habe da nur 2-3 Blöcke da oben hingehauen. Ja, einen blauen, einen roten oder 2 rote, einen blauen irgendwas. Das Zeug läuft komplett außenrum. Hammergeil. Guck mal hier, das ist so geil. Ich freue mich an Ast wegen Wein. Das ist geil. Okay, Ladies and Gentlemen, wir machen eine kleine Unterbrechung, schauen wir kurz nach, wie das mit dem Wasser funktioniert und dann sind wir gleich wieder zurück. Bis gleich! Jo, bis dann!